Das Faszien-Distorsionsmodell, kurz FDM, ist eine medizinische Sichtweise zur Behandlung von unterschiedlichen Beschwerden. Es stützt sich zu großen Teilen auf die Bedeutung der Beobachtung und Kommunikation mit dem Patienten. Die Faszie ist das Bindegewebe im Körper. Die Distorsion beschreibt eine Veränderung dieses Bindegewebes, eine Verrenkung, ein Auseinanderweichen von Bindegewebsfasern zum Beispiel. Die Faszienbahnen durchziehen und umspannen den gesamten Organismus wie ein Spinnennetz. Durch sie wird unser Körper zusammengehalten und koordiniert. Okay. Ja. Und auch da, und da hinten. Da hinten. Da. Gut. Gut, bitte. Dann kommen Sie mal auf die Behandlungsliege. Also Faszien ist letztendlich der Überbegriff für alles, was den Menschen den Körper zusammenhält. Und das ist eine sehr derbe, feste Struktur, die aber wiederum sehr geschmeidig und auch gleiten kann. Wir verstehen das Fasziensystem als ein eigenes Organsystem. Ich nehme mit diesem Organ meine Schmerzen wahr. Das ist das Weiße auf dem Kotelett, das, was man eigentlich abmachen möchte, bevor das Ding in die Pfanne kommt. Die Faszien sind nach unserer Vorstellung verklebt oder verdreht oder verformt und wir formen die meistens mit unseren Händen, manchmal auch mit kleinen Geräten wieder zurück. Da kam halt eben dann bei raus, dass man mal wahrscheinlich operieren müsste. Also ich bekomme zum Beispiel immer wieder Patienten zugewiesen zur Zweitmeinung, die nach Operationen nicht wirklich gut geworden sind. Und dann höre ich mir nochmal genau an, welche Beschwerden die Patienten vor der OP hatten und welche sie jetzt haben und sehe, dass es exakt die gleichen sind und die Operation an dieser Art der Beschwerden absolut gar nichts geändert hat. Er hat halt eben den ganzen Lendenwirbelbereich abgefahren. Da gibt es so eine Bänder, die man halt eben da behandelt. Dann gibt es Punkte, die man behandelt. Und nach 10 Tagen konnte ich entlassen werden aus dem Krankenhaus ohne Operation.